Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich ein Caterpillar-Tutorial für dich. Solltest du den Caterpillar noch nie zuvor gemacht haben, empfehle ich dir dringend, vorher unser Tutorial zum Caterpillar-Handstand durchzugehen und durchzuarbeiten. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder klicke einfach jetzt rechts oben in die Ecke. Beginne mit dem Invert und komm in eine Inverted Position. Achte darauf, dass du nahe dem Boden bleibst, um gegebenenfalls mit den Händen in den Handstand zu kommen, falls du dich unsicher fühlst. Bring nun deine Hände etwa auf Gesichtshöhe und vergiss nicht, deine Points of Contact an den Knieinnenseiten, an der Ferse und am Fußspann festzuhalten. Drücke zunächst den Oberkörper mit Kraft deiner Arme von der Stange weg und schiebe als nächstes den Po Richtung Decke, indem du mit den Beinen ziehst. Deine Points of Contact bleiben während dem gesamten Ablauf fest an der Pole. Je näher die Hände an der Brust liegen, desto schwerer ist es, die Arme in die Streckung zu führen und desto ungünstiger ist der Winkel in der Halteposition. Wenn du dich unsicher fühlst, starte mit den Händen näher zum Boden, demnach bleibt der Oberkörper auch näher zur Stange. Wenn es gar nicht geht, zurück zum Handstand Caterpillar. Ich hoffe, dir hat unser Tutorial Spaß gemacht. Viel Spaß beim Üben, beim Trainieren. Gib uns ein Like, schreib einen Kommentar, teile es mit deinen Freunden und ich sage bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Bussi Baba.